Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys. Heute wieder mit der Antonus. Hallo. In der letzten Folge habe ich einen sogenannten Sieg errungen. Wenn ihr euch, aber ich spoiler nicht, aber ich habe gewonnen. Also ich verrate euch nicht, was passiert ist, müsst ihr selber wissen, ob ich das Finale gewonnen habe oder nicht. Steht in den Sternen, aber ich habe gewonnen. Bitte nicht spoilern und dann direkt aus der Kanone geschossen. Der stirbt da und da. Okay, schwindelnde Höhen. Cool, dass wir die auch mal wieder haben. Mag Juhu. Ich die Map. In den letzten Folgen bin ich sehr zerbrochen. Der Win gestern, also in der letzten Folge hat mich ein bisschen wieder repariert, aber die Risse und Narben sind riesig. Es hat mich als Mensch verbittert und verstört. Ja, ja, ja. Es hat ein Stück meiner Seele geraubt. Ja. Ist so. Wirklich. Ich werde nie wieder glücklich. Ich werde nie wieder die gleiche. Nee, nach so einer Erfahrung. Ja. Das ist ein, Trauma. Das geht einfach nicht. Ja, bisher ist in Ordnung. Bisher würde ich sogar sagen, hochattraktiv. Ah, die Kugel! Mies. Oh. Ich bin unten, aber ich kann es noch schaffen. Oh, kann der mal aufhören, diese Kugel dazu nehmen? Okay, hat mich aber vorgepusht. Passt. Nimm ruhig nochmal eine Kugel. Ja. Oh, wir müssen es beide schaffen, wenn wir jetzt durchkommen. Ja. 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 Haben wir. Oh, der Ball! Nerv mich jetzt nicht mit dem Ball. Rein. Das war's. Nice. So. Okay. Rührend Reime. Ja, okay. Gerne. Ihr könnt auch öfter kommen. Ja. Einfach mal nicht immer die gleiche Map. Oder Tundralauf hatten wir jetzt auch schon tatsächlich länger nicht. Oder Frostspitze oder. Ja. Das erste Hoverboard. Den Ritterparcours haben sie ganz. Ja, genau. Genau, Ritterparcours wollte ich gerade sagen, ja. Die Wippen, ja. Die Rollbahn. Ja, gut, die müssen jetzt nicht sein. Ja, genau. Das normale Rollfeld. Sprungclub hatte ich auch wieder nicht. Also, jeden Tag gibt es weniger Maps irgendwie. Na gut. Boah, hier die Fäuste, ne? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ich schaff die nicht. Ich bin zu dumm dafür. Ich hasse diese Fäuste. Okay, ich bin aber ganz gut durchgekommen. Muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Zweimal hochgepusht. Ah, diesmal ohne Gravity, also diesmal die Originalversion. Oh, Wasserballons. Ich war bei den Ventilatoren. Junge, wie lang geht die Röhre? Alter. Okay, ich bin bei den Hammern mit diesen Jumpheads. Das ist eine relativ leichte Sache. Ja. Okay, ich bin jetzt bei den Wippen mit dem Fließband, die du ja nicht so nice findest. Die haben mich früher auch richtig aufgeregt, aber eigentlich gar nicht schwer. Okay, nice, nice. Ich bin auf der anderen Seite. Bei mir sind die Kakteen und ein Stab. Okay, ich bin bei den totalen Schieflange-Plattformen und jetzt bei der Wippe da, bei der großen. Und jetzt bin ich über der letzten Stage vom Ziel. Ich gehe in die Röhre rein. Ja. Was ist denn mit der blöden Wippe? Boah, Digga, mich hat eine Wasserbombe auf der Röhre getroffen, aber nicht runtergeschubst. Ich habe Anti-Knockback gehabt. Geil. Bin drin. Es kommen nur 17 weiter. Oh, das wird knapp. Hier sterben viele, du kannst es schaffen. Warte. Warte auf den Stab, Jetzt, festhalten. Oh, was war das denn? Warum reagierst du nicht? Digga, der war da und du bist einfach stehen geblieben. Hä? What the fuck? Sie bleibt stehen. Was war das denn? Es geht weiter. Immer weiter. Oh yeah! Sprungglupo. El Sprungglupo. Hier ist cool. Hier kann man Freundschaften schließen auf dieser Map. Das wirklich. Boah, wie cool ist der Skin. Ich weiß nicht, was das darstellen soll, aber... Der da, ne, mit der Schale. Was ist das denn für ein Skin, Digga? Wie cool. Ist das ein Blatt am? Oder eine Schale? Digga, krass. Respekt. Stell dir mal vor, man kann seinen eigenen Skin so entwerfen. Das wäre geil. Ja, oder dazu müsste man auch ein bisschen pixeln können und so. Ein bisschen grafische Grundkenntnisse. Stimmt voll der Pro-Skin. Du bist der Pro-Skin, was? Nein, das ist bestimmt voll der Pro-Skin. Ja, ja. Denke ich auch. Ich bin der Bro. Du bist scheiße, denke ich. Erstmal ein paar Emotes. Hast du gehört, die Trompete? Hast du gehört? Ich festgehalten.
Hast du dich noch bei dir gehört? Ich höre so. Ja, hörst du es oder nicht? Jetzt habe ich was gehört, aber es ist ganz, ganz leise. Ja, du musst deinen Sound natürlich auch so stellen, dass man es hört. Ja, top. Wieder Nashorn. Haben wir nur einen, okay. Dann das wäre jetzt schon sehr dumm, also wenn ich hier rausfallen würde. Hier muss ich nicht mal die Plattform nehmen eigentlich. Uiuiui. Hier gibt es auch einen Trick, und zwar ganz nah an dem an der Barrier hier laufen, und dann kann er, glaube ich, dich nicht erreichen. Weil das blockt es irgendwie ab, wenn man es richtig macht. Habe ich auch mal ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Okay. Der erreicht einen dann nicht, wenn man so weit weg ist. Man ist dann zu weit außen halt. Keine Ahnung, ob das geht. Er verfolgt mich nicht. Wenn er mich verfolgt, kann man das mal probieren. Ja gut, hier, also... Mit einem ist es halt wieder zu easy, und mit drei ist es einfach nur brutal. Ich habe jetzt gerade die Musik komplett ausgemacht und nur noch die an, und irgendwie ist das ganz geil. Mhm. Und jedes Mal, wenn der anstürmt, hört man so ein Grunzen. Das ist okay. Ganz hilfreich. Dann weiß man immerhin, dass jemand stürmt. Ah, dann müsstest du es auch mal in Trompete gleich hören, warte mal. Genau, ja. Warte jetzt. Ja. Hast du gehört? Ja. Knallball-Finale. Das ist drin, der Sieg. Der ist drin. Außer du wirst doppelt von der Bombe getroffen, das habe ich auch schon oft gehabt. Hm? Ja, dich trifft eine Bombe, und in der Luft halt nochmal eine Bombe, dann hast du dich halt voll hoch. In der Luft, okay. Ja. Ich gehe immer auf die Bomben zu am Anfang irgendwie. Ich halte die in der Hand und lass mich wegsprengen einfach. Ich bin da total, muss ich sagen. Ich find's geil. Ja. Schau, ich gehe den Bomben nach, ich bin richtig krank. Guck mal, ich lauf jetzt auch wie dieser Sport V2-Typ so rum. Ich bin einfach so dumm und drehe mich im Kreis und werde weggebombt. Aber ich genieße es voll. Oh, ich genieße das richtig schön weg. Oh ja, nochmal, komm. Yeah! Ich liebe es, weggebombt zu werden. Okay, jetzt ist schon einer ausgeschaltet. Okay, jetzt konzentriere ich mich mal ein bisschen. Aha. Ui, das war knapp. Okay, jetzt wird's schwer. Eieiei. Kostet das ja. Der Anfang ist sehr schwer, aber dann geht's. Uiuiuiui. Muss immer alles im Blick haben. Ich glaube, das war der erste Knallball, den ich gesammelt habe in der ganzen Runde bisher. Boah, da fliegt aber auch keiner raus. Ist einer ausgeschieden. Ja, ist ja auch jetzt nicht schwer, das Spiel. Okay. Schön, ja. Okay. Das ist gut. Nice. Aber er hat so ein bisschen die Dominanz. Er schiebt mich mehr als ich ihn. In dem Gesicht rum. Kein Bock mehr. Tonja! Hi. Oh, der nervt mich. Ist zwar schön zu kuscheln, aber nicht mit ihm. Ich mag ihn nicht. Er ist mir nicht attraktiv genug. Ui! Zum Kuscheln? Ja. Zum Kacken. Nervt mich nicht. Oh. Warte, ich nehme die Okay. Ich hätte jetzt Bock auf so einen Suicide Attack. Dass ich ihn mit in den Tod ziehe. Absichtlich. Okay. Der ist gut. Stirb. Mann, die wollen alle kuscheln. Oh, sterb. Nee, stirb. Oh. Okay. Kritisch. Kritisch. Eieieiei. Oh, als ob der genau da aus dem Rand aufkommt. Dumme Drecksscheiße. Das war's von der Folge. Bis dann. Tschüss.